Hallihallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Strahlender Diamant. Wir haben in der letzten Folge uns auf die Eiseninsel begeben, quasi sind ein bisschen weg von der Hauptstory und machen jetzt mit der Hauptstory weiter, nur zur Erinnerung. Der Professor hat uns aufgetragen, den See der Kühnheit zu erforschen. Da gab es ja so eine gewaltige Explosion anscheinend. Und das Ganze nehmen wir jetzt zum Anlass, dahin zu reisen. Ich werde nach Weideburg fliegen und von dort aus begeben wir uns dann zum See. So. Fahrrad. Nö, wir brauchen kein neues Schutzitem gerade. Nee, stopp, falsch. Hier lang. Beziehungsweise hier oben lang. Ach Gott. Erstmal absolut in die falsche Richtung gefahren. So. Jetzt aber. Ein Barmelin. So, das wollen wir. Habe ich schon Barmelin? Ja. Dann fliegen wir. Easy peasy. Genau, hier fahren wir runter. Runter, runter, runter. Dann hier rüber. Gut. Es kommen ja öfter mal Fragen auf bezüglich der Einfachheit des Spiels. Also grundsätzlich ja, das Spiel ist deutlich zu einfach in Bezug auf Trainerkämpfe und die Levelkurve. Ich will es nicht, also ich schiebe es gar nicht mal auf den EP-Teiler. Man könnte die Levelkurve auch so ja anpassen zum EP-Teiler. Ich finde den EP-Teiler an sich nicht schlecht, weil es hilft, dein Team halt ausgewogen zu gestalten. Also einigermaßen leveltechnisch ausgewogen, ne? Aber was halt der Fall ist, selbst wenn man nicht viel levelt, also abseits levelt, der eigentlichen wichtigen Kämpfe oder der Trainer, die man halt auch nicht umgehen kann, etc. pp., ist man teilweise 10, 15 Level vorne für die Hauptkämpfe, so Arenaleiter. Das ist ein bisschen schwierig. Allerdings zieht die Levelkurve ja später nochmal an, da kommen wir dann zum gegebenen Zeitpunkt nochmal drauf zurück. Ja, wie gesagt, also ich würde das nicht auf den EP-Teiler schieben. Ich würde zum Beispiel, was man zum Beispiel machen könnte, ist Catch Experience wieder weg. So wie es mal, ich meine, in der ersten Generation war es mal so. Ich weiß gar nicht, seit wann es die Catch XP gibt, aber in Generation 1 gab es die nicht. Was ist mit dir hier? Ah, nächster See der Wahrheit. Dort in der Nähe gibt es nur ein winziges Kampf namens Zweiblattdorf. Keiner wird sich uns also entgegenstellen. Ja doch, die Einwohner von Zweiblattdorf. Haha, juhu. Okay, die wollen gar nicht alle mit uns kämpfen. Hier liegen Haufen Carpadors herum. Hey. Hey. Okay. Hier müssen wir anscheinend nicht lang. Aha, jetzt haben wir unsere Gegner gefunden. Okay, in den See ist das hier an der Stelle im Augenblick nicht. Anscheinend sind wir zumindest an der richtigen Stelle, wo die Explosion stattgefunden hat.
Ja, okay. Verteidigung sinkt also stark. Gut. Und tschüss, Golbert. Und ein Glibungel. Der kriegt auch nochmal Flammenrad ab. Oh, stark. Uiuiui. Gut, Team Rocket, Team Rocket. Gott. Team Galaktikrüppel Nummer 1. Anscheinend müssen wir hier rein. Einer? Die Mission läuft wie am Schnürchen. Da wird der Boss aber sehr froh sein. Alles für alle und das meiste für Team Galaktik. Ich kenne dich doch. Du bist das Kind, das sich in Ewig genau in unser Gebäude eingeschlichen hat. Ha! Jupiter sollte sich schämen, dass sie sich von einem Bike in die Knie zwingen lässt. Jeder, der sich Team Galaktik in den Weg stellt, muss die Konsequenzen zu spüren bekommen. Oha. Ein Bossfight. Ein Katabra. Naja. Er hat also keine Freunde, den er mal tauschen könnte. Schwierig. Gut, Kadabra ist also Glaskanone. Er hat auch immer noch ein Bronzel. Hm. Das ist halt auch so eine Geschichte. Man rennt hier mit voll entwickelten Pokémon rum und die Gegner kriegen halt irgendwie nicht auf die Reihe so. Das ist auch ein bisschen lame. Ah, immerhin hat er einen Toxiquack. Immerhin. Aber das war dann auch schon wieder. Da-da-da. Du bist stark. Jetzt verstehe ich, wie du uns solchen Widerstand leisten kannst. Ja. Ja. Selbst ich, ein Commander, kann uns gerade mal etwas Zeit verschaffen, aber das ist schon in Ordnung so. Ein Kind wie du wird es ohnehin niemals schaffen, gegen den Strom der Zeit zu schwimmen, ohne unterzugehen. Team Galaktik wird die drei Pokémon fangen, die in den drei Seen schlummern. Und mit ihren Kräften werden wir ein vollkommen neues Universum erschaffen. Mars sollte mittlerweile das Pokémon vom See der Wahrheit gefangen haben. Okay. Ansonsten gibt's ja anscheinend nichts mehr. Gut. Dann wollen wir mal nach Hause fliegen, gucken, was am See der Wahrheit geht. Wir stütten unserer Mutti auch mal kurz einen kleinen Besuch ab, damit die sich nicht immer Sorgen macht. Nein, einmal reicht. Danke, Mutti. So. Auf zum See der Wahrheit, Fahrrad. Ui. Ui. Ah, der Professor.
Doxy, gut, dass du da bist. Diese Schurken von Team Galactic sind hinter dem legendären Pokémon her. Du musst Lucia helfen. Okay. Oh. Oh. Doppelkämpfe. Hm. Oha, die haben gleich mal 6 Pokémon. Na, guck mal einer an. Guck mal einer an. So. Oh nein. Wir kümmern sogar auf Wortwechsel. Damit haben wir Schokoloco dann nämlich schon mal weg. Und holen Gyarados rein. Ah, 4-mal getroffen also. So. Machen wir mal so. Zack. Und zack. Gut, Skunkapu und Charmian. Und dann machen wir das so. Tada! So, bleibt noch eine Rotation. Oh, es ist sogar nur noch das Charmian. Gut, dann haben wir den ersten Doppelkampf auch bezwungen. Ja, wir haben ihn bezwungen. Beide bezwungen, direkt auf Anhieb, zwar auf einen Streich quasi. Ah. Ich wechsle einmal. Es kommt ja anscheinend zu noch einem Doppelkampf mindestens. Da vorne steht auch Lucia. Die haben jeder nur 2. Es sollte relativ fix gehen. Das heißt Panferno Flammrad auf Papinella. Gyarados Knirscher auf Skunkapu. Ja, Panferno. Hast du fein gemacht? Aber ehrlicherweise glaube ich, wir hätten nicht mal einen Volltreffer gebraucht.
Gut. Einmal Steigerungshieb. Und noch ein Knöcher. Eins. Und zwei. Hat er wieder ihr Finalschlag? No. Sehr schön. Bleibt nur noch der letzte Charmian. Na ja, gut. Ne? Einfach durch. Und dann kümmern wir uns um den zweiten Commander hier. In meinem Kopf gibt es auch eine Umlaufbahn. Alles dreht sich im Kreis. Ja, ich bin auch entrüstigt. Tut mir leid, Leute. Aber ihr habt es nicht anders gewollt. Hey, Lucia, was geht ab? Doxy, der Team Galactic haben... Die haben das Pokémon aus dem See. Ja, und jetzt? Aha. Ein Anblick weckt schlimme Erinnerungen. Ich meine, den Vorfall beim Windkraftwerk. Deinetwegen habe ich eine ganze Menge Ärger bekommen. Was siehst du mich denn so verwundert an? Du erinnerst dich doch an mich oder etwa nicht? Ja, dann will ich dir im Gedächtnis mal ein wenig auf die Sprünge helfen. Ich bin Mars, ein Commander von Team Galactic. Stark und wunderschön zugleich. Was hast du hier zu suchen? Willst du etwa den Helden spielen und deine Freundin retten? Dass ich nicht lache. Keine Chance. Dir werde ich schon zeigen. Naja. Musst du wissen, ne? Den Commander-Kollegen gerade haben wir auch einfach weg. Miet. Okay. Dann geht wieder los gegen den Golgat. Aber ganz neu. Oh no, wir wurden vergiftet. Oh, wir wurden auch noch. Oh, das ist nett, Panferno. Okay, also um nochmal kurz zusammenzufassen, wir wurden vergiftet, wir wurden schwer vergiftet und Panferno hat sich einfach selber geheilt. Er hat einfach in seinem Körper das Gegengift produziert. So, Panferno Level 49, Gardevoir Level 43. Hm, ne, wir kämpfen mal weiter. Schnuggers ist nämlich nur die fette Weiterentwicklung von Charmian. Eine Zitronenbeere. Ah. Überraschend. Als ob es geahnt hätte. Na gut. So. In dein Gesicht, Schnurrgast. Und nochmal ein Bronzel. Mal gucken, reicht jetzt schon mit zwei gesteigerten Steigerungshieben? Nee. Kasse Verwirrung. Sehr schön. Ja, immer und immer wieder werde ich dich fertig machen. Ich habe schon wieder gegen dich verloren. Zuerst beim Windkraftwerk und jetzt hier im See der Wahrheit. Einem Commander von Team Galactic darfst du einen Fehler nicht zweimal unterlaufen. Beruhig dich, Mars. Deine Mission war es, das Pokémon aus dem See zum Hauptquartier zu bringen. Und diese Mission war ein voller Erfolg. Jawohl, ganz genau.
Leute, wir ziehen uns zurück. Die Pokémon der drei Seelen sind auf irgendeine Art und Weise miteinander verbunden. Saturn hat es im See der Kühnheit so richtig krachen lassen und irgendwie erschien dadurch diese Hülle, in der das Pokémon Vesprit schlief. Vesprit ist bestimmt erwacht, um seinen Freunden zu helfen. Das hat uns die Arbeit wesentlich erleichtert. Jetzt haben wir alle drei in unserer Gewalt. Vesprit, das fühlende Wesen, Tobuts, das starke Wesen, sowie Selfie, das wissende Wesen. Ihr könnt euch überhaupt nicht vorstellen, was Team Galactic für euch vorbereitet hat. Ich ahne Schlimmes. Verstehe. Team Galactic hat also das legendäre Pokémon vom See der Kühnheit entführt. Ihr beide habt es mit einer Gruppe skrupelloser Krimineller aufgenommen. Ein Glück, dass ihr unbeschadet davongekommen seid. Doch was ist in dem See der Stärke? Ob Jochen in Sicherheit ist? Weiß ich nicht. Guckst du nach? Oder muss ich nachgucken? Aha. Nee, wir brauchen ja eigentlich gar nicht hier durchgehen. Wir können ja gleich fliegen. Okay, also führt uns unser nächstes Ziel wohl nach Blitzach. Kommen wir denn da hoch? Wir fliegen erstmal nach Ewigenau. Würde ich sagen. Dann gucken wir mal, wie wir uns hier weiter vorbewegen können. Nee, stopp. Wir machen noch einen kurzen Abstecher. Ich will nämlich nochmal... Das hätte ich vorhin auch machen können, wo wir schon... Moment, jetzt muss ich gerade ganz kurz gucken. Wo will ich überhaupt hin? Doch hier, Weideburg, war doch richtig. Einmal schon mal ins Pokémon Center. Okay. Einmal heilen und dann gehen wir mal kurz zum Attackenverlerner. Oder Attackenerinnerer. Wie gesagt, hätten wir eben eigentlich auch machen können, als wir schon hier waren. Geh doch. So. Ja, tschüss, Abschlag. Wichtig ist nämlich Mondgewalt, das werden wir nämlich noch brauchen. Gut, jetzt geht's aber weiter. Gerade mal von hier aus los. Wir hatten noch mal unterwegs. Ich muss noch mal in den Shop. Moment, wo war denn hier der Shop? Was war das Haus? Ja, genau. Kaufen wir ein bisschen hiervon ein. Ein bisschen davon, aber weswegen ich eigentlich hier bin. Oh, Hyperheiler. Auch mal ein paar einkaufen. Moment, haben wir schon Topschutz? Nö. Mal so. Nee, danke, danke, reicht. Oh, verdammt. Ist ja noch alles voller Trainer. Hier sind wir ja noch gar nicht langgelatscht. Na gut, Pamela. Dann machen wir dich mal kurz fertig.
So. One shot. Gegner und Luxtra Level Up. Oh, sie hat nur eins. Ich gar nicht drauf geachtet. Schade. Hallo, guck wieder in die andere Richtung. Ach du Hu. Arschi. Na gut, dann müssen wir halt seinen Bronze zerlegen. Oh, ist wirklich sogar sein einziges Pokémon. Schon wieder. Ja, danke Panferno. Panferno macht die Verwirrung einfach nichts aus. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Gut. Hier haben wir damit fertig gemacht. Da habe ich gerade echt nicht drauf geachtet, dass da noch so ein Ninja-Typ versteckt ist. Na gut, er hat aber auch nur zwei. Gut, Flammenrad. Und was ist denn zweites? Mach Hollo? Golbat. Sehr schön, Staraptor Level 44. So, haben wir dann jetzt? Danke. Moment, was konnten wir? Da konnten wir zwei schneller einsetzen. Ich glaube, da kommen wir einfach nur da unten lang. Ja, okay. Dann nicht. Okay. Dann machen wir uns mal auf durch den Kraterberg. Hallo. Geh mal den Felsen aus dem Weg hier bitte. Okay. So, dann zertrümmern wir den. Und den. Holen uns einen Sonderbonbon. Machen uns nach hier oben weiter. Dann müssen wir hier einmal auflockern. Da 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 da. So, hier an dem See im Übrigen. Könnte Barschwarf fangen. Auf jeweils vier täglich wechselnden Feldern. Moment, wie komme ich denn da an das Ding ran? Hier. Mach das mal bitte wieder weg. Danke.
Los, weg, Felsen! Und keine Zeit! Wir müssen noch Team Galactic aufhalten. Noch einen Belieber, sagt man ja auch nicht nie, ne? Und da unten ist ein Ball. Da sind so viele Zertrümmersteine und hier ist halt so eine einzelne Route, hier muss ja auch noch irgendwas liegen. Gucken wir doch mal. Ja, ich hatte recht. Eine Top-Genesung. Ah, ich glaube, wir haben den Ausgang erreicht. Kalt. Kalt, kalt. So. Warte mal. Was wir hier so Schönes finden. Erstmal einen Eisheiler. Adriane. Die gute. Schlapper. Schöngsieb. Oh, ha, das ist natürlich blöd, wenn das Spiel gekippt wird. Fehlschlag. Tschüss, Schlapper. So, aber man merkt jetzt, die Trainer haben wieder einen ganz kleinen Sprung gemacht. Die Pokémon sind jetzt so Level 37. Ne, ich glaube, erstmal brauchen wir das nicht mehr. Hier kommen wir leider noch nicht hoch. Weil wir haben noch keinen Kratzler, ne? Achso, hier ist ja auch wieder tiefer Schnee. Was ist denn hier hinten in der Ecke? Muss ja noch irgendwas sein. Lag am Pokéball, habe ich nicht drauf geachtet. Ein Ambidiffel. In dein Gesicht. So. Schweinerei. Du kriegst der Kadabra jetzt hier noch einmal Flammenrad ab. Müssen wir uns mal beeilen. Lol. Wir hätten einfach hier lang gehen können vorher. Ich bin ja so ein Dulli, ne? Ja gut. Na. Gegen sie haben wir natürlich noch nicht gekämpft. Aufi, aufi.
müssen das mal ganz schnell wegmachen. Tada! Panferno reicht Level 50. Nice. Garados Level 42. Oh ne, da hätten wir doch Garados nehmen können. Verdammt. Zu schnell getickt. Steigungshieb. Wow. Das ist nicht nett, Mogelbaum. Das macht man nicht. Das ist immer lustig, wie Mogelbaum einfach bewegungslos da steht und einfach nur ab und zu mal die Augen auf und zu geht. Ach ja, Mogelbaum. Sehr schön. Oh, sie hat noch ein Pokémon. Jetzt aber auf jeden Fall. Jetzt auf jeden Fall. Gut. Bonita. War schön mit dir. Aber war leider nur ein kurzes Vergnügen. So, damit haben wir Saskia auch erledigt. Und laufen direkt in den nächsten Skifahrer. Skifahrer Charles. Eis-Pokémon, ne? Tüdelü. Und er hat auch nur das Nibuna. Ein warmes Bett bringt warme Füße. Das bedeutet, wir können hier bestimmt Hayabubu machen. Geil. So. Nee, nee, nee. Dann quatschen wir hier nochmal mit ihm. Achso, okay. Gut. Dann nutzen wir die Stelle auch, um für heute Schluss zu machen. Wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Und zwar weiter Richtung des Sees der Stärke machen. Für heute war's das. Habt noch einen schönen Tag, bleibt gesund, haut rein. Bis dann. Tschüss.